Willkommen zurück bei Bioshock 1 Remastered übrigens. Das letzte Mal sind wir bei irgendwas geflohen und vielleicht sehen wir ja heute mal Atlas. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. König? Aber er hat doch selber gesagt, keine Götter, keine Könige, nur Menschen. Ich kann hier gamble, nee, ich kann Dinge kaufen. Dann versuchen wir mal hier unser Glück. Defekter Sicherheitsbot. Oh, der ist nicht... Hacken. Platten aufdecken. Finde Rohrsegmente, indem du verborgene Platten aufdeckst. Nimm Rohre auf und ersetze sie, um Verbindungen herzustellen. Leite die metallische Flüssigkeit zum Ausgangsrohr. Der neue Stromkreis sorgt für den gewünschten Effekt. Was, wo, wie, wann, da muss ich hin? Gucken wir mal, was hier alles drunter ist. Wir wollen die austauschen. Und dich austauschen. So. Ach so, ich kann hier auf abgeschlossen drücken. Okay. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Nice. Hier pfeift auch einer. Ey, was willst du von mir? Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Aua? Aua? Wer hatte eine Pistole dabei? Danke für die Munition. Irgendwie benutze ich die Pistole fast gar nicht, aber das kommt wahrscheinlich noch. Adams Veränderung. Adam? Was ist Adam? Ich sehe dich doch schon. Einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Ja, dann bringen wir einen um. Ist mir doch egal. Erstmal nehmen wir das Maschinengewehr. 40 Patronen. Notschalter. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie. Ja, kommen sie. Oh Gott. Junge, hör doch auf mit der Scheiße. Oh, was? Ich nehme mal einen. Oh mein Gott, Brutzel. Komplette Überforderung. Ich weiß immer noch nicht, wie das Ganze hier richtig funktioniert. Stirb, stirb. Blut. Brennt. Warte, lass mich kurz rein. Ihr nehmt mehr. Oh Gott. Gut, Pistole ist overpowered. Vielleicht sollte ich wirklich Munition sparen. Aua. Schießt du mich noch einmal an, setz was. Das war doch mal ein entspannter Kampf. Ich habe überhaupt nicht irgendwie panisch reagiert. Was erwartet uns hier? Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Wenn die Werkzeuge besser werden... Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Ah. Nein! Verdammt. Ja. Dann hacke ich dich mal. Abgeschlossen, fertig. Das macht kurz einen Prozess mit dir. Aber es kriegt auch ganz schön auf die Fresse. Ja, labert mir zu viel. Kein Wunder, dass ich euch alle zusammenschlage. Zigaretten kann man auch immer mal gebrauchen, ne? Ich habe mich gerade geheilt. Wieso bin ich so doof? Ich sollte vielleicht
vorher lesen, was ich tue, bevor ich irgendwie E drücke oder sowas. Ich kann nicht hacken. Mehr Objekte verfügbar, alle Preise reduziert. Gut, dann hacken wir dich einfach mal. Standardschrot für die Schrotflinte. Ich habe wieder eine Lieblingswaffe im Spiel. Da liegt noch was, da blinkt es. Komm. Panzerbrechend. Panzerbrechend. Will ich das jetzt ausrüsten? Ich weiß es nicht. Interessante Position. Hier? Oh, oh Gott! Hallo? Okay, dann halt nicht. Oh, nein! Die arme Frau. Alter, ich bin ein sehr stabiler Mensch, dass ich das gerade überlebt habe. Sicherheitskamerad. Oh. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Ah, okay. Also elektrische Geräte kann man einfach so. Es geht wieder an. Verdammt. Du kannst ja gar nichts. Dann gucken wir mal, was in diesem netten Raum ist. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Ich habe eine Karte. Oh, was ist das? Abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen soll, dann heißt es nicht zögern, sondern anzünden. Sondern zünden, Mann. Ach, oh, ich hab... Ach, das war das rote Dingens. Je öfter du es einsetzt, desto mehr Schmerzen fügt es zu. Ab 12 Jahren aufwärts. Kinder bekommen sowas? Das hätte ich gerne. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Oh, ich hab noch nicht mal fertig gelootet und ihr kommt schon an. Schön. Oh Gott. Oh Gott, ich brenne. Nein. Ach so, nee, da ist Öl. Oh mein Gott, ist das ein schreckliches Poster. Ach du meine Güte. Hol dir Steinmanns Schlüssel. Wo ist der? Ich folge mal meiner Karte. Ah, perfekt. Verdammt. Ich finde das voll cool, diese Fähigkeit. Finde Telekinese. Das kann er doch wohl nicht ernst meinen. Aua. So ist gut. Wieso? Ich weiß nicht, wie, ob man überhaupt Schleichangriffe machen kann. 0451. Das ist bestimmt für ein Safe oder so. Oder dafür. Oh, nee. Überall Leichen. Der Typ ist noch nicht ganz dicht, bringt er einfach Menschen um. Ich sollte nicht... Was ist das denn? Das ist doch jetzt wirklich nicht ein Horrorspiel. Gut, mach mal das Beste draus. Oh. Oh, komm doch. Also wird er mich gleich von da angreifen oder so. Komm raus.
Renn. So ist fein. Oh, Alkohol. Was ist? Oh, es ist ein Geschütz. Holy hat mir das reingeballert. So, da ist ein Safe. Ich kann ein Safe hacken. Und fertig. Was haben wir im Safe? 17 Dollar, 800 Schrot. Nein, wahrscheinlich nur 8. Komm. Ah, fertig. Oho, was haben wir denn hier? Alles Schuhe. Britzel, Britzel. Diese Stumpfe einfach reinschlagen, finde ich einfach gut. Irgendwas kommt doch jetzt. Wieso ist mein Kreis rot? Oh. Erst gar nicht gesehen. Es ist wieder so ein Bombenträger hier. Ich muss schon noch nichts hier weg. Oh, ein Dollar. Hier liegt wer Totes und ich sehe da schon was Schönes. Oh nein! Wo? Oh, hinter mir ist zu. Oh Gott. Warte, lass mich kurz nachmachen. Ich habe 43 Schrotpatronen. Ach, ich glaube, ich habe welche gekauft, ne? Alter. Alter, haut das Ding rein. So muss das sein. Oh, geiler Adrenalinschub gerade. Das hätte mir klar sein müssen. Ey. Jetzt bin ich paranoid. Tempo-Hacker. Oh Gott, ey. Was ist das denn? Bruder, du solltest vielleicht dich nicht an jemanden mit einer Schrotflinte ranschleichen. Wie gut, dass ich die schon ausgerüstet hatte. Charge Nummer 23, Dr. Sushon. Ich hoffe, die kann ich fangen. Damit. Ah, jetzt muss ich eins weg. Da ich gerade gesehen habe, dass da Wasser ist. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Deshalb ist da wahrscheinlich auch die Ballmaschine. Oh, cool. Warte, ich kann einfach so Objekte. Oh, das ist wirklich cool. Hallo. Habe ich irgendwas hier? Pokal. Nimm. Hast du dir verdient. Oh, ich kann Leichen ziehen. Hey. Na komm. Oh. Ist das der Schlüssel? Lol. Oh, lol. Nein. Verdammt. Jetzt kommen wahrscheinlich so 50.000 von den Drecksviechern. Kann ich dich einfach nehmen? Ich nehme doch keine. Ich kann keine lebenden Menschen nehmen. Kann ich den Alarm irgendwie der. Ah. Da links steht. Als ob da noch so ein Drecksding ist. So, was haben wir im Safe? Ui. 80 MG-Patronen. Hey. Hallo. Ich bin hier unten. Hier bin ich. Jetzt haben wir das auch endlich mal. Soll ich bloß mit dir hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still. Dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Hier,
zu fett, die Hand zu groß, die zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. Hässlich. Das nehme ich persönlich. Okay. Komm her. Oh Gott. Der hält ja einiges aus. Sowas habe ich auch. Komm her. Ich habe zwar nicht den Aim wie du, aber ich kann Dinge tun. Alter, die Stange haut richtig rein. Oh, oh. Ich muss kurz nachladen oder so. Ich weiß nicht, wie man das bei dir nennt. Das war ein richtig geiler Bosskampf gerade. Er ging zwar schnell zu Ende, aber ich... Er war geil. Okay. Ich muss gleich irgendwo hin. Wo muss ich hin? Da hinten. Ich muss einmal durchs ganze Level laufen, wo wahrscheinlich 50.000 Leute auf mich warten. Wo kommt ihr denn her? Hier. Sorry, ich war kurz ein bisschen auf die Story fokussiert. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Aua. Adam? Hä? Wo kommt ihr denn her? Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh! Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier, es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Bumm, zu Papa, lass mich erstmal looten. Ich bin sehr nett mit meiner Rohrzange. Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tenenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Also, ich würde sie ja gerne ausbeuten, aber die Frau steht da, glaube ich, noch oben, ne? Was mache ich? Bin ich nett? Ein einziges Mal. Ich will wissen, was sie für eine Belohnung ergibt. Sie ist einfach durch die Wand geglitscht. Wenn du wieder mal auf so einem Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Was muss ich denn dafür? Eve Upgrade. Ihr Maximum Eve. Das ist das blaue. Gesundheit.
Verbandskästen verleihen auch Eve, verringert alle physischen Schäden, macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer... Oh, jetzt kann ich meinen Charakter noch gut upgraden. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Also eigentlich habe ich gar keine, also nicht wirklich Gesundheitsprobleme, aber ich glaube, Gesundheitsupgrades sind ganz voll physisch. Ich nehme mal physischen Schaden. So. Und das auch noch. So. Dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Ich muss eigentlich mal die Folge langsam beenden. Ich nehme schon seit einer Stunde auf. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Du bist nun dabei. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies auszunehmen. Danke. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an und an das Adam, das sie bei sich tragen. Weiter vorn ist noch eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst um ihren Big Daddy kümmern. Wie viel HP hast du eigentlich? Als ob hier so ein Drecksvieh... Oh mein Gott, okay. Wie zur Hölle soll ich bereit sein, um... Was zur Hölle? Ah, ich muss hinten auf den Tank ballern. Oh Gott. Zack. Ich bin sowas von tot. Alter. Was willst du von mir? Geh weg. Das hat mich komplett überwältigt, was? Ach du Scheiße. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Gut, dass die ihre. So, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich sie bekämpfen muss. So. Oh. Du lebst noch gut. Jetzt habe ich dich entmacht. Komm her. Oh mein Gott, was bist du? Wieso spawnt hier ein neuer? Schade. 20 zu wenig, um hier das letzte Ding zu holen. Egal. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich Kinder ausbeuten muss. Und da sind wir auch schon beim Notausgang. Diese Fähigkeit, Alter. Ich bin einfach ein lebendes Meme. So, jetzt machen wir das nochmal. Und jetzt können wir. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Hier kann ich auswählen, wo ich hin möchte. Neptunes Bounty. Ja, aber was uns da erwartet, ne? Sehen wir beim nächsten Mal, Alter. Ich werde diese kleinen Kinder sowas von ausbeuten. Und das seht ihr auf jeden Fall noch beim nächsten Mal, wenn wir da welche finden. Aber bis dahin, danke fürs Zusehen und habt noch einen schönen Tag.